So, da bin ich wieder. Okay. Dude, Alter, ich habe keine Ahnung. Warum diese Scheiße wieder abgestürzt ist, keine Ahnung. Aber zum Glück habe ich ja hier laufen. Schön, einfach mal eine Stunde für den ersten Part und dann sind wir wieder fertig. Das ist geil. Ist einfach nur geil. Okay. So, Cam ist auch da wieder. Chat ist auch wieder da. Der Chat ist aber geblieben. Hä? Alter. Geht die Scheiße jetzt nicht? Doch, die Scheiße geht. Ich hoffe es. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ich verstehe es immer nicht genau, ob der Typ jetzt wirklich in unserem Kopf ist oder ob der wirklich. Der doch eigentlich verstehe ich schon, der ist echt. Der ist echt. Doch, er ist echt. Das ergibt doch keinen Sinn dann später dann bei dem im Raum. Okay. Eifersucht. Naja. Jetzt hatte ich gerade wirklich kurz Ja, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher den vor. Intro-Song, Ja, Alter. das denke ich mir auch immer. Josh, jupp. Bruder von Hannah und Beth. Kreativ verspielt, ja. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal 1 Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey, Gang. War der Aufstieg okay? Ach, hab mich gefühlt wie ein Packesel, aber hey, man kann nicht alles haben. Ja, war ganz okay. Ein bisschen gruselig, ich meine, schon seltsam, wieder hier zu sein. Ihr werdet beobachtet, Leute. Ihr werdet beobachtet. Yo, 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 steigt hier oben mal die Party oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Eine schöne Zeit. Ja, Meister. Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt 1000 Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt. Okay, das war's. Okay, cool. Gut, genau. Dingsbums wird mal folgen, Josh. Aber wenn sie schon mal da stehen, dann kann ich ja auch mal mit denen auch labern, oder was? Matt! Langes Zeher. Kaum erkannt, ganz ohne Helm und Trikot. Ja, bisschen schwierig. Schön, dich zu sehen. Das ist auch neu. Was für neugierig, Diggi. Du, Alter. Wie läuft's denn so? Ziemlich gut, Mann. Ganz entspannt. Und du? Oh, weißt schon. Alles beim Alten. Cool. Der Smalltalk. Der Smalltalk. Ist der Smalltalk heavy cringe? Get the fuck out of here. Und? Hast du echt schon gesehen? Ja. Cool. Und, wie geht's dir denn? Ganz gut. Wieso? Einfach so. Alter Schwede, ey. Diese Gespräche. Okay, jetzt weiß ich, warum die beim Original nie dabei waren. Kollege Chris, das sieht jeder, dass du was mit Ashley am Laufen hast. Okay, aber das Gute ist ja, dass Ash auch was von dir will. Also von daher hast du ein Glück, du Knecht. Okay, da kann man eh nicht weiter. Gut, so, Josh, ich folg dir mal. Diese Teenager-Dramakacke kommt noch früh genug. Wortwörtlich kommt noch früh genug. Heiß aus, oder? Sie wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar?
Zorn ist entwandert. Lass den Scheiß mal. Ja, ich meine, wenn du sie nicht flach legst, bestimmt ist Mike dran interessiert. Was? Lässt du das vielleicht mal sein? Ruhig. Ich will doch nur sehen, ob bei dir da unten noch Leben herrscht. Ja. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Alter, Chris ist nicht so einer. Ich werde auch Chris nicht so einer machen, Alter. Ich weiß nicht, Mann. Was heißt, ich weiß nicht? Aber was, wenn's nicht funkt? Sie will dann... Wir können keine Freunde mehr sein, wenn ich sowas versuche. Hast du mir nicht zugehört? Reiß dich am Riemen, Bro. Sei ein Mann. Ihr werdet das früh genug werdet ihr das noch auf die Reihe kriegen, weil ich hätte es da auch sagen können, ja, passt, macht mal, weil ich weiß, dass... Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Ich weiß, dass Ash auch auf Chris steht, aber das kriegen wir hin. Hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Und ich sag's dir gleich, so kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh shit, keiner steht auf Frostbeulen. Naja, Jess ist nicht mal da und Emily auch nicht, also von daher... Oder war Emily? Ne, Emily ist noch nicht da. Wo ist überhaupt Emily jetzt? Weil, ist nicht... Ne, Mike... Ist jetzt Mike schon bei Emily gewesen? Ja, Emily war bei Mike. Keine Ahnung. Jetzt verreckt mir auch noch mein GPS. Endlich bin ich mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Bist du nicht mal ohne dein Handy klar? Was? Wieso? Du redest von nichts anderem. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Nope. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich nicht. Hast du nicht. Die Antwort ist, hast du nicht. Gibt's aber. Ein Hinweis. Ja, wissen wir. Gut, jo. Dann mache ich dann das. Ich schau mal kurz nach. Oh, warum laufen die irgendwie schneller? Ich kann es nicht sagen, ey. Ich werde wahnsinnig mit dieser Lauferei. Muss ich kurz echt einschalten, das ist echt bescheuert. Controller, ja. Controller. Interagieren, greifen, Keine Ahnung, was das heißen soll. Sticks tauschen, nee. Schießen, quick, das ist alles schön. Geil. Mega geil. Ja, fuck you, ey. Okay. Dann halt nicht. So. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Do it. Push the fucking box. Oder, was auch immer das sein soll. Okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Das ist so geil. Wow. War ich das? Ich. Wow, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Na, lass hören. Okay, also. Ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, das hast du schon geschrieben, Meister. Bye-bye, verheißt das Schloss. Bingo. I am an artist who works for streamer. For the stuff, like cool logo, banner, panels, emojis, and much more. Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ja, so if you allow, can I show you my work? Dude, I... Not really, man.
Not really, it's nice, nice to offer. Boah, ich kann eigentlich kein Englisch mehr. Ich konnte ja nie Englisch. But no, I don't have. Hab keinen Bock. Bin auch geil. Okay. Warte mal. Ich check jetzt gar nicht mehr genau, wo ich eigentlich hier hin muss. Ne, hier bin ich falsch. Okay, passt. Oh je, meine, das wird 100.000 Jahre Leserei, oder? So, was haben wir denn hier? Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt, Rache, Schwur gegen Familie des Filmmoguls von Charlie Scott, leitender Reporter. Victor Milgram, ja, da kommt der hin. Gestern wegen Brandstiftung in Blackwood Pines, 16 Jahre, Milgram war 28 Jahre, Hausmeister in dem alten Berghotel angestellt. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Bob Washington ist das der Vater? Wahrscheinlich. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washington hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige, ist schon klar, und schwor euch alle deinen beschissenen Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohung und sei, allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setzte, ihre Familie zu beschützen. Also doch hat die schon immer Beef mit dem Typen, was uns hier verfolgt, unser super toller Stalker. Ja. Freya, no thank you. No thanks. Okay, dude, no thanks. Ja, sie hatten die wirklich immer Trouble. Aber ist ja auch nett dann zum Schluss, was er dann eigentlich auch macht. Warte mal, da ging's auch lang? For fuck's sake, Diggi, warte mal. Na hier, bin ich glaube ich richtig. Geh weg. Ah ja, da haben wir doch wieder was. So, wie jetzt? Ich muss den richtigen Winkel bzw. Dingsbums finden. Den richtigen Schlitz. Den ich wieder nicht finde. Bitte leben. Doch, hier. Der? Ja, mach doch hier. Come on. Ach, hier unten. Oh Gott. Ja, das ist eh zum Schluss erst. Also, du, Alter, da sind wir noch weit weg. Actually, I'm running Halloween discount now. This. Oh. Halloween, so. Cool. Oh, Mann. Okay, hier hat sich zum Glück, oder was heißt zum Glück, hier hat sich halt wirklich gar nichts geändert. Ha, echt cool. Ja, ist halt, ja, Hinweis, ja, ist halt that family portrait, you know? You know what I'm saying? Ich glaube, ich hätte die Grafik ein bisschen mehr stellen können, weil ich, ja. Weil ich sehe halt wirklich fast gar nichts. Sogar mit dem Feuerzeug, ich sehe halt wirklich OG, fast gar nichts. Was ist das hier, Alter? Dude, Alter. Okay. So, warte mal, wo bin ich jetzt? Hier ist die ist das Wohnzimmer sozusagen, genau. Hier geht's hoch, genau. Hier ist das Ding, wo ich hin muss. Und hier ist der Eingang, genau. Moin! Oh. Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Krieg ich hin. Bisschen Spaß, bis dahin. Du, Alter. Okay, warte mal. Ich denke, dass da hinten, glaube ich, auch schon was war. Ja, genau, hier ist Wohnzimmer, hier ist eine Treppe. Hier ist eh nichts. Genau. Ja, lass es. Okay, das ist ein bisschen doch creepy.
Was höre ich denn hier? Fuck. Aber nee, hier Essensbereich. Genau. Hier. Hier ist was. Genau da wollte ich hin. Tja, er ist ein freier Mann. Aber das Geile ist ja wirklich, er ist nicht mal die Bedrohung wirklich in dem Game, das ist halt so heavy. Aber gut. Gut, ich glaube hier war eh nie was, beziehungsweise ich habe auch keinen Bock, dass ich hier über jeden Millimeter absuche, weil, come on. I guess not, dass hier irgendwo was ist. Also hier, genau hier ist das. Ist eh, also die Dinger sind wirklich Standard. Dude! Was zur Hölle? Das sind nicht meine Schritte. Hallo? Ich bewege mich nicht. Was zur Hölle? Das macht mich doch ein bisschen jetzt hier scary und so. Warte, ich geh jetzt mal einfach mal runter, Alter. Ich glaube, ich habe wirklich, ist es gewollt oder ist es ein Soundbug? Das klingt so wie mein Schritt und so weiter, aber wenn ich mich nicht bewege, ist das die Scheiße. Strandfoto. George mit seiner hübschen Schwester, Hannah und Beth, ist jetzt super aus, Leute. Ja, ist. Ja. So, da kann man eh nicht rein, weil da ist das Kino. Einfach ein Kino in der Villa, weil, warum nicht? Okay, hier ist eh nichts. Hier geht es ja dann komplett weiter, dann später noch. Aber da sind wir noch ein bisschen entfernt. Oder? Genau. Kann ich noch nicht mal was machen? Okay. Okay. So. Das sind Schritte. Von jemand anderes, weil ich stehe. For fuck's sake, Alter. Kollege Schnürschuh. Das sind keine Schritte, das ist das fucking Fenster. Are you fucking kidding me? Gott, mach die scheiß Dinger zu. What the fuck? Okay. Okay, es gibt auch neue Jumpscares. Okay, I got it. Ich dachte echt, irgendwie für eine Sekunde oder so, ich erwische jetzt hier einfach Josh, wie der irgendwie eine Scheiße macht. Nee, das war fies. Fuck you. Alter, Mata Mia, ey. Okay. Was ist hier? Komm ich hier nicht rein, oder? Ganz anders hier ist. Alter, der reißt die Tür, also die Tür mal raus, Alter. So, hier ist auch noch nichts, aber hier glaube ich ist dann irgendwann mal was. Da bin ich jetzt schon für ein Geräusch gehört. Boah, Alter. Gut, so Chris, Diggi. Let's go hier hin, wo wir überhaupt hin müssen, Alter. Sonst wäre ich wahnsinnig. Beziehungsweise hier so was? Ah. Bester Horrorfilm, Regisseur Bob Washington, Bloody Monastery, irgendwas Ding. Genau.
ja, wissen wir, sein Vater, Josh, sein Vater ist ja ein Horrorfilmregisseur. Wissen alle, was das bedeutet. So, ja, du scheiß verschießende Uhr dann später noch. Ja, I know. I fucking know. Boah, es ist dunkel, Alter. So, hier ist das. Ne, hier ist noch nicht das Bad. Ah, ne, hier ist der Vorraum noch. Junge, man kann es auch übertreiben mit der Hütte, Alter. Wie viel Zeugwerk und wie groß die Scheiße ist echt. Echt heavy. Was ist hier? Was ist das? Hat hier ist einer? Okay. Ja, nein. Komm schon. Ah. Führungstotem. Ah ja, okay. Also ich weiß die Stelle schon, alles gut. Aber da hinten, war da jemals ein Totem? Oder sind die echt auch jetzt verschieden? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wo bin ich hier jetzt? Warte mal, hier geht's gar nicht weiter. Hä? Ah, hier, genau. Puh, okay. Genau, hier ist das. Genau, da ist das Thema. Ja. Hier ist uns nix, okay. Nein, du erschreckst mich nicht, weil das wusste ich auf jeden Fall. Das habe ich mir gemerkt beim ersten Mal. Bist du deppert, habe ich mich da erschrocken. Aber wenn man sich beim ersten Mal heavy bei irgendwas erschreckt, dann merkt man sich die Scheiße. Trust me. Wir frieren noch hier draußen. Hab ich doch eh schon. Danke. Die Show läuft die ganze Woche. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Na, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Hey, Mann. Fühl dich wie zu Hause. Oh yeah! Klar doch! Da ist sie ja, Jess. Meine favorite person. Es tut mir leid, sie ist so richtig kackemäßig voll am Arsch. Aber sie ist halt nice. Name, Aussehen. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Tja, also, da bin ich, es ist glaube ich die Scheißegal, wie du machst das falsch. Aber theoretisch gesehen, müsste ich ja zu meiner Freundin halten, ne? Das wäre ja dann Emily, deswegen komm runter, Emily kommt jetzt nicht so geil. Aber entschärfen wäre geil, aber Emily kackt sich halt an. Ja. Hey, du verdippst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, Gott, du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Es ist so ekelhaft.
Schnauze, Jess! Emily, hör auf! Es ist doch so oder so scheiße! Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein! Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit... Dude, was für, auf welcher Seite stehst du? Dein Ernst? Besser kann ich ja nicht machen. Nochmal, Matt hilft während der Stress mit Jessica zu Emily. Ja, passt doch, es ist doch seine Freundin. Der, was wollt ihr von mir? Schlampe, machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Danke. Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. Oh, du. So viel dazu. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab es diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott. Das ist die. Oh vielleicht Gott. Hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du es? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Matt kann ja niemals auf ihr stehen vom Charakter aus. Die muss sie einfach nur geil finden. Das Charakter kann gar nicht sein. God fucking damn it, Alter. Die Charakter ist ja unter aller Sau. Deswegen müssten Chess und Emily eigentlich ja supi zusammenpassen, eigentlich so freundschaftsmäßig, aber nicht die Terror halt. Oh Gott. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Aber guck, Jess hat sogar so eine Antwort gemacht, so, ja, mach alles richtig und dann schauen wir mal, wie was hier noch abgeht. Ja, es stimmt, weil wenn ich hier so ein richtiger Gentleman bin, dann kann dann in der Hütte selber kann echt was abgehen. Und das war jetzt reiner Zufall, dass ich das jetzt gefunden habe. Finde ich gut. Okay, wo, was, wann? Vielleicht gibt es ja auch andere Vorahnungen dann, wenn die Orte auch anders sind. Ja, oder auch nicht. Gefahr, also, ja. Es ist schön, dass man aber nicht mal weiß, was man hier tun sollte. Also ich weiß, was wir dann tun sollen bei der Situation, aber... Sagt jetzt, Jazz, du kannst schon mal runter. Ich wollte hier nur mal kurz einen Abstecher machen. Zu einem Totem, das uns den Arsch retten kann. Deinen knackigen, super süßen Arsch. Ich sag doch, Jazz, dieses... Charakter ist auch voll für den Popo. Aber... Gut, hier komme ich gar nicht hin, cool. Also Matt muss ja auch Emily einfach nur geil finden, anders geht das gar nicht. Warum zum Fick kann ich hier so weit weg? Es ist eiskalt hier draußen. Das ist dann der richtige Weg. Ja, da kann ich Abhilfe schaffen. Hä? Und wie willst du das anstellen? Alter, wohin, Leute? Warte mal, hier. Bin ich doch hier schon richtig gegangen? Warte mal, jetzt stecke ich wieder gar nichts. Ah doch, es ist hier richtig, okay. Denn hier ist überhaupt gar nichts. Gut.
Also ich bezweifle mal, dass ich wirklich alles hier finden werde, alle Sammelobjekte und alle Tote muss überhaupt alles, aber I try my best. Hallo? Welcome to Washington, Wilson. Ja. Ist auch geil, so ein kleines Mini-Schild bei einem Baum, wo hier 1000 Bäume sind und überhaupt, das ist ja wohl. Du Seele. Ja, läufst du denn hier hoch eigentlich, wirklich? Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Also, jetzt ist derweil noch hier Mike ein kleines Arschloch, deswegen... Jo. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Und ich will ja auch schauen, wie weit ich komme mit Jess, ob in der Hütte dann wirklich was abgeht. So, ja, da wissen wir, da ist kein Strom, wissen wir. Aber anscheinend schon ein bisschen Strom ist, weil... Gab's ja auch, aber gut. Mike, wäre es nicht toll, den Geni anzuschmeißen, damit es weitergeht? Oh ja. Im Geni vor allem. Get the fuck out of here. Okay, mal sehen. Was ist? Hä? Das war runter, nicht hoch. The fuck? Boom. Alter. Sehr gut, Mikey. Geil. Easy. Genial. Junge! Also ich hoffe, man merkt, dass wenn ich mich wirklich erschrecke und wenn es halt nur so ein... ist, weil das war halt auch nicht so, weil ich wusste es halt... Also das mit Chris, mit dem Fenster, habe ich echt null gepeilt, weil das war auch noch nie. 100%. Tada! Sesam, öffne dich! Oh yeah! Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Ach, stimmt, da komplett noch was. Kommt jetzt hier eigentlich auch Mucke? Oder ist hier jetzt... Hier ist wirklich wieder keine Mucke. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Ich denke doch immer nur an das eine, oder? Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir... alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Tja, I try my best, dass du hier dann alle fallen lässt. Nee, weil, aber ich will sowieso das Beste vom Besten hier rauskitzeln aus dem Game. Irgendwie. The first time. Hast du das gehört? The first. Boah, ich bin gespannt, wie die Sauhunde ausschauen, Alter. Oh Gott, wie die ausschauen. Die werden wahrscheinlich, okay, die werden wahrscheinlich eh gefühlt gleich ausschauen, aber oh, besser. Also beschissener, sozusagen. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Was erwartest du? Fuck! Hey, Jessica! Ja. Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran! Das verstehe ich bis heute nicht. 7 Arme? Inwiefern? Was zählt sie da? Keine Ahnung. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen! Ja, kenne ich. Kenne ich nur so gut. Ja, klar. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Ich hab dich gesehen, Meister. Ich hab dich gesehen. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Warte mal. Ist hier hinten irgendwo was? Nee, kein Totem oder sonst irgendwas.
Adonis, oh yeah. Erschaunte die Adonis. Muss ich auch noch helfen, mein Gott. Aber es ist voll verkehrt rum, Dude. Die zeigen unten, ich muss hoch. What the fuck, man? Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Alter, dieses Game, Alter. So gut. Genau, das ist ja schon mal ein Anteaser für diese Mine. Von ganz früher. Moin! Denk nicht mal dran. Ich könnte mir, wenn sie das war, echt verdammt einfacher geworden. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Klar, easy. No problem, ich weiß zwar nicht, ich peil's noch immer nicht, warum und wer das überhaupt hier geschoben hat, aber gut. Oh, so, warte mal. Hier empfange ich eine Menge. Genau, hier kann man hoch, hier geht's weiter dann, das heißt hier kurz rein. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Warte, Meister. Pause, ja, ja. So, wo ist es hier? Nee. Hier, wo ist es hier? Und ja, scheiß. Hallo? Hä? Sauf ich? Ah. Dude! Ah. Mhm. Mein Controller ist auch fast leer. Ja. Da war was. Da war was. So, warte mal. Ich muss jetzt mal Controller hier aufladen. Hier, was soll die Scheiße hier? Was soll denn der leer gehen hier? Da. So. Ja, da war irgendwas. Ich weiß nicht, was das war. Ja, was war das wohl? Aber so schnell. Und das ist auch ein bisschen unlogisch schon eigentlich, dass die nicht jetzt schon volle Kanüle angreifen. Okay, vom Spiel ist das logisch. Aber so vom Verhalten von den Wendigos ist es schon ein bisschen unlogisch. Wenn man dann später dann weiß, was die alles drauf haben und was die machen und bla. Aber gut. So. Oh fuck, zwei Wege wieder. Warte mal. Alles klar? Ja. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Das war zum Beispiel ein richtiger Erschrecker, okay? Fuck. Jetzt hier raus. For fuck's sake. Okay, warte. Hier, genau. Hier bin ich falsch, also bin ich richtig. Genau, eine Zigaretten, ein Zigarettenstummel von dem Kollegen. Wie hieß er? Victor? Nee, doch. Victor irgendwas halt. Ich glaube Victor. Wow. Mystisches Symbol, ja, da kann man sagen. Das ist ja historisch. Wie ist das überhaupt gefahren? Zeichen mit Blut? Das von den Ureinwohnern, oder? Eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Zum... Frag mich nicht. Scheiße. Der Mine. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Ah, habe ich gemerkt. Achso, ich dachte, Cutscene. Gibt ja keiner aus. Einmal spielt man, einmal als Cutscene. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Oh. Dude, Kamera, ich hab's verstanden. Hallo, Alter. So, jetzt sind wir endlich drüber. Lecco mio. Okay, hier ist eh nix. Ich hab schon wieder was gehört. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht was, aber ich hab was gehört. Aber ich meine, noch klischeehaft und noch gruseliger kann es eigentlich gar nicht sein, oder? Zwei Teenager im Wald, in der Nacht, um, sagen wir mal, 9, glaube ich, war es. Kurz vor 9.
Kurven im Wald nachts herum. Come on. Was? Bis du die Lincoln Suite siehst. Das ist es ja auch nicht, oder? Das ist. Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Alter, okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Diese Sprüche, Diggi. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken. Oh, Jemine. Ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich hab jemanden bei der Hütte gesehen. Oh Gott. Okay. Ich hasse das Jumpscares. Alter, noch schneller geht's nicht. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe. Was zu Geier, Alter. Möglich. Also, es ergibt aber auch überhaupt keinen Sinn, wie das überhaupt gegangen ist mit dem Wendigo. Arschloch, einfach Arschloch, Arschloch, Arschloch. Gebirgsbewohner. Mackenzie Wolf kann auch irgendwas. Dieses Mädchen raubt hier eine wahre Legende unter dem fleischfressenden Kraft Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere, an denen es begegnet. Alberta ist die Jagd auf Wölfe und Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly, der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Sind der bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle, weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Und die Wapiti. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringer zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Heißt, die Wapitis nicht unbedingt angreifen, wenn es sein muss. Logisch. Ich frage mich nur, ist das echt so? Also was hier wirklich steht, ist das halt wirklich bei den in Real-Life-Tieren auch so? Ich schätze mal schon. Weil mit Grizzlybären, Fische und so kommt auch gut hin. Lernt man auch was gut? Games sind auch zum Lernen da. Hat ihr auch was? Milady. Milady. So. Da kommen jetzt mal diese kleine Mini-Hütte. Weil die große Hütte ist dann auch ein bisschen was, glaube ich, oder? Moin, ich seh dich. Ich seh dich, Wapiti. Warte mal, komm ich hier? Ich würde ganz gerne kurz hier abstellen. Ach, komm mal. Ich hab dich eh drauf gewartet, aber ich achte, du kommst. Andere Seite. God damn it. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich hab viel Liebe zu geben. Ist okay, Mike. Ist okay. Goddammit. Ich wollte das hier mal kurz schauen, weil, ja, siehste, hier ist auch ein Totem und das war sicher nicht vorher. Also, jemals hier, an der Stelle. Okay. Nee. Komm schon. What the fuck? Ja, nee, das wollen wir verhindern. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Das werde ich verhindern. Ich schwöre es euch, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Jess wird zumindest die Scheiße überleben. Wird danach passiert, kann ich nicht sagen, wegen dieser Ruhigkeiten-Scheiße, aber das muss ich eigentlich gar nicht machen. Also, egal. Aber nee, so nicht. So nicht, Jess. Du wirst hier nicht so sterben. Gar keinen Fall, hoffe ich. Dude, Alter. Ah ne, da kommen wir gar nicht noch hin jetzt. Zu der überhaupt Hütte. Okay. Da kommt wirklich erst später noch. Also, seit später. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Wenn
es das ist, was du willst? Jess? Jess! Ja, ja, Jess. Ja, ja, ist okay. Wir wissen alle, was das bedeutet. Okay, Sam. Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Ah, ich liebe es. Und er hört noch Garba. Da war es wirklich jeder. Okay, zumindest George, der Anfang. Zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Das kriegen wir hin, Sam. Aber ist auch geil. Die wollen hier. Ich weiß nicht mal, was die eigentlich hier wollen. Also sich zusammen alle treffen und halt feiern, weil diese Scheiße, was passiert ist, ein Jahr her ist mit den Schwestern von Josh. Aber Sam will oben ein Bad nehmen. Keine Ahnung. Ist auch ein bisschen strange, dass sie ein Bad nehmen will. Einfach. What the fuck? Ja, ist ja gut, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Du kriegst deine Abreibung viel später erst, leider. Also, was heißt leider? Du kriegst sie halt später erst. Leider nicht, ich mag Sam. Also Josh, Chris und Ash sind noch da. Okay, und die anderen sind ja alle irgendwo hin. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ach, das Thema! Genau, das ist ja dann das Ding, das Josh dann. Die Dinger sind ein Witz, ja. Totale Verarschung. Ich hab voll vergessen. Wir haben das früher ständig gemacht, ich und. Ja. Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay, dann los. Cool, ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten. Mega Lust. Also, ja, why not? Kann ja nicht schief gehen. Also, wortwörtlich, ihr kann echt nicht schief gehen gerade. Endlich mal nichts Creepiges und nichts Gruseliges und überhaupt. Aber es ist halt wirklich fucking dunkel. Aber es macht ja auch nicht besser dann mit dem Generator, oder? Nee, das dunkel oder so, bleibt so oder so. Ja, macht halt das. Macht das Game ja auch aus. Hey. Aber du und Sam, ja, hast ja. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ja, alle Pärchen sind es eigentlich allein, wirklich alle. Also ich sehe euch zwei auch als Pärchen, also come on. Ja, klar. Sie sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei natürlich. Dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Ja, ja, Josh, wir wissen alle, was du meinst. Also... alle außer die da drinnen. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen. Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Ist auch schön, dass Josh einen Crush auf die beste Freundin seiner Schwester hat. Ist auch interessant. Aber okay. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Dieser Satz, da weißt du ja auch schon Bescheid. Dude, was ist mit dir? Ich will, dass wir alle Spaß haben. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Geh schön langsam. Oh ja, Sam, geh schön langsam, bevor dir was passiert. Dude, Alter. Also noch, obviously geht's ja nicht mehr. Alter, ich sehe wirklich gar nichts. Hallo? Verfluchte Scheiße, ich laufe in irgendeine Wand rein, Alter. Na jetzt. Verdammte Fickscheiße.
So, warte mal, kann ich hier kurz umschauen vielleicht? Ich kann mich hier gar nicht umschauen, weil ich nicht darf. Und nicht soll. Ja, ja. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Siehste, da bin ich. Oh Mann, warte mal, ist hier der, was ich meine? Jawohl, okay, den brauche ich eh. Also später. Obwohl es eigentlich auch egal ist, weil da kann eh dann nicht. Ist egal. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummi. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Auch egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Richtig, Sam? Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Hier, kannst du mal halten? Ah ja. Da war ja was. Was war was? Alter. Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. I try. Nicht schlecht. Ich glaube, so wie ich jetzt sitze und ich glaube, das klappt dann zum Schluss auch. Ich hoffe es. Gott! Ich will nicht so billig machen mit dem Bett. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Dude, was will der von mir? Hä? Schon okay. Jetzt. Versuch's nochmal. Ja, ich wollte nicht mal drücken noch, aber okay, ich wollte einfach nur umlegen. Ich wollte dich. Geil. Okay, ich muss. Jetzt. Ich bin oben geblieben auf R2. Ja, ja. Passt doch super. Okay. High five. Nein! Sorry. Sorry. Ja, ist nicht schlimm, aber sorry. Das wollte ich nicht. Das habe ich voll verpeilt, das hier war da. Sorry. Sorry, Josh. Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Hä? Oh, du warst wirklich in Panik. Hat der gerade eine Stimme gehabt oder habe ich jetzt einen Vogel? Kollege Schnürschuh, du kannst mich jetzt am Arsch lecken. Ich sehe das jetzt durch. Ich sehe das jetzt eiskalt durch. Josh. Ohne Scheiß jetzt. Da hinten ist etwas. Okay, dein Punkt. 30-0. Was? Nein, woher kommt der erste Punkt? Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, tja, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Nicht heroisch, wir schauen nach. Meinst du, wir sollten nachsehen? Wieso? Warum? Kurz vor dem Platzen steht, oder ist dein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Oh mein Gott, was passiert hier? Geh doch, Josh. Was? Das ist ja auch ein bisschen neu gewesen. Alter, ich wusste, was hier im Groben passiert, aber
Alter, Chris, du Pisskopf. Ich dachte gerade, wann geht mal Josh zur Seite? Fucking God. Mal auf den Scheißdreck, diese Scheißtür, diese Scheiße, diese Scheiße. Hey! Hey! So Pisser. Hey! Was zum Teufel? Ich hab dich erwischt. Was? Schön, schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Hey. Ah, Gott. Dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister. Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht. Komm, du hast dir echt in die Hose Josh gemacht. Hey. In aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch. Boah, Sam, wenn du wüsstest. Bei Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Sam, wenn du wüsstest. Hallo, Erdan Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Dreh nochmal um. Weil wer weiß, ob hier noch. Also ich weiß, wir sind hier schon gegangen, aber kann ja sein, dass hier ein Totem wäre. Oder irgendwie irgendwas. Oder ich gehe jetzt den verfickten Weg komplett umsonst. Weil da hinten, es sieht schon so aus, es könnte hier irgendwann mal sein, weil ich wüsste jetzt nicht, wann wir hier mal die Gelegenheit haben. Was ist denn da hinten wirklich? Da ist ja irgendwas weiß. Hä? Das ist nichts, das schaut aber irgendwie nicht so aus. Als ob hier nichts ist. Sehe ich irgendwie nicht. Das ist strange, dass man hier trotzdem noch hin kann. Ich habe jetzt echt ganz kurz gedacht, what the fuck, wer steht hier? Boah, Emily, Alter, musst du mir nachlaufen. So, ist hier nochmal vielleicht ein Hinweis, obwohl wir das eh schon gesehen haben? Nee. Du stehst auch ein bisschen creepy da, ist dir klar, oder? Ist das ein Stummel? Aha. Das ist ein Stummel. Wer hat denn bitte Zigarre? Ich nicht. Hier ist vielleicht auch schon wieder. Ashley ja neuerdings Zigarren. Ashley. Ashley vor allem. Reden wir von der gleichen Ashley? Ich glaube nicht. Okay, ja guck. Es war ein Hinweis, weil es kein Totem, aber es war es. Es war etwas. Deswegen, ja, yeah, good to know. Ich habe hier sowieso irgendwie komplett wieder voll vergessen, was hier jetzt eigentlich abgeht. Also ich meine, Dings, Koffer holen, ja, okay. Aber das ist immer so eine Lücke in meinem Kopf, was hier mit Matt und Emily eben abgeht. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Genau, hier war das. Kann ich hier auch nochmal? Hey, M? Ja? Geht's dir jetzt besser? Wie bitte? Das war ein fieser Streit. Je weiter weg von Jessica, desto besser geht's mir. Ich will nur, dass du entspannst. Weißt du? Du... Spaß hast. Ich entspanne mich, wenn die anderen es auch tun. Du... Du weißt aber schon, dass Jessica nicht mal mehr in der Lodge ist. Die ist irgendwo. So wie hier ist jetzt auch ein scheiß Jumpscare. Okay. Ja, lass mal gut sein. Ich hab keinen Bock. Ja, also, ihr seid jetzt ewig weit weg. Jess ist irgendwo. Weil die hat ja auch geschrien.
Du bist ja auch jetzt irgendwo. Es ist halt so doof, Alter. Alle trennen sich, alle teilen sich auf. Sam ist jetzt auch, aber die ist komplett allein. Das ist auch komplett bescheuert. Und Josh, Chris und Ash sind halt zu dritt. Ja, super. Es ist so bescheuert. Oh. Okay. Kurva. Einfach nur Kurva, sage ich dazu noch. Aber ja, es geht wieder Strom, weil der Generator ist ja an. Okay, fucking now. Gehen wir jetzt den gleichen Weg wie Mike, nicht besoffen. Hey Dummkopf, komm hier lang. Wo wir unter uns sind. Hä? Okay. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Du, Alter, wo sind wir jetzt gerade? Jetzt check ich das. Nee, das ist nicht das Tor, wo wir. Merkwürdig. Warum auch immer, cool. Wo wir mit Mike waren. Weil sonst wäre hier die Hütte gewesen. Bist du taub, du Spinner? Wieso? Ich bin doch zurück. Braver Hund. Jetzt gehorche. Alter, ey. Matt, was tust du hier mit der? Das ist. Alter! Ich müsste die echt abschießen. Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ach, jetzt auf einmal wieder. Dude, Alter! Kein Problem, Babe. Fuck. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Dude, Alter. Es wird immer schlimmer. Es wird immer schlimmer mit dem Cringe-Level zwischen den beiden. Nur zwischen den beiden. Ja, okay. Bei Mike und Chess eigentlich auch. Aber die zwei haben ja echt den Vogel abgeschossen. Get the fuck out of here. Es ist echt gerade wie blind, Alter. Wie würde ich das Game zum. Also, ich spiele das Game zum ersten Mal. Aber. Ich check's gerade gar nicht. Das Licht. Das Licht. Ach, das ist die Lodge. Der Anfang von der Lodge. Oh, heute Abend ist es so schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Oh, sie kann mal das sein. Ich habe im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Alter. Weißt du was? Bestimmt finden wir einen besseren Platz. Was ist Bankdrücken nicht so dein Ding? Du, das es ist gibt arschkalt. Jede Menge Stellen hier draußen. Ich hab uns doch hier schon was freigeräumt. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Es ist arschkalt, bist du besoffen? Kann ich hier noch machen? Oh, na sieh mal an. Ah, was? Hey. Was soll das denn? Nicht eifersüchtig sein. Warum bringst du mich her? Ich komme mir vor wie ein Depp. Sei ja. Nicht so empfindlich. Ich bin mit dir hier, jetzt gerade. Mike ist der Depp. Okay, vielleicht ist Depp nicht das richtige Wort. Was denn? Glückspilz. Schon besser. Ich wäre jetzt auf Arschloch gewesen, aber geht auch. Ich würde erzählen, was hier steht, vor Fox. Ja, es steht Emily und Mike, ist schon klar, aber das soll ich sehen. Alter, das. Okay, ich erkenne hier gar nichts. Kennt man die irgendwie was? Mike, doch jetzt. Mike, aber Emily oder Am, überhaupt nicht. Mike sehe ich irgendwie. Holy smokes, das kann ja keiner lesen, Alter. Dude, Alter. Okay, so. Diese Koffer sind denn nur am Arsch drin, Alter. Ernsthaft? Oh, hey, die brauchen wir nicht.
Willst du mich nicht mal darin bewundern? Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Ach. Los, holen wir sie. Hoch oder da weiter? Fuck. Maybe hier? Also, dass hier falsch ist? Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich... Jetzt ganz langsam reinstecken. Ah! Oh! Ja, komm. Es ist eh nichts, ich kann es mir denken. Emily! Das finde ich so richtig lustig. Ach, jetzt komm! Was war das? Ja, das ist schon was. Weiß nicht. Stimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Aber ich wette mit euch, wenn ich jetzt Bedrohung untersuchen gemacht hätte, hätte sie sich. Alter. Hätte sie sich angepisst und hätte sie hier. Oh, nein, du liebst mich doch nicht. Oh, du liebst mich nicht. Oh, Alter. Ja, kein Bock. Also, ich wusste nicht, was hier abgeht, aber ich kann es mir denken, dass hier nichts. So großartig ist es war. So, komm. Können wir so endlich mal hier weiterkommen? Ich will mal ein bisschen Action haben. Also Action gibt es hier noch lange nicht, aber trotzdem. Bitte sehr, Madame. Danke. Oh, wow, sehr beeindruckend. Danke. Ich sag's immer wieder gerne. Dieses scheiß langsame Laufen nervt mich echt. Aber gut. Ah, okay, sind wir hier. Ja, gut, da brauche ich gar nicht schauen. Das ist logisch, dass wir jetzt hier drin, hier drüben sind. Also, einmal rundherum. Aber ein bisschen Licht ist ja auch mal nicht so bad. Oh, da, hä? Aha. Nicht cool. Schweinekopf, eklig. Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Echt jetzt? Wow. Wir kommen zurück. Hm, cool, danke. Schweinekopf-Notiz. Northern Province Penitentiary, bla. Ah, das war bestimmt Chris. Oder Josh. Ja. Wollen uns bloß veralbern. Der zweite. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh. Ah, ja. Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Wirklich? Okay. Wirklich? Oha. Ey, was ist denn hier los? Ach, Meister. Die Scheiße schaut jetzt schon so aus, what the fuck. Ah, gehen jetzt die Fragerei los mit, wen ich am liebsten mag und so, bla. Kann das sein? Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Furcht vor dem Übernatürlichen. Ah, ne, das ist noch nicht. Gespenster und andere unfassbare Mächte jenseits des Schleiers. Hast du auch diese Furcht? Ah ja, das ist das Problem. Hier ist eine fucking Spinne, followed by Fraser. So, ich hab voll vergessen, was hast du gefragt? Furcht vor irgendwas. Ich hab voll vergessen. Sorry. Ist das wahr? Aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Ich muss das zuhören, Alter. Ich finde die richtigen Antworten auch irgendwie ballern, obwohl es keine richtigen Antworten gibt, theoretisch, aber. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Ja, so oder so. Beides
wäre sie so bad. Ich schätze loyal. Du würdest also lügen, um loyal gegenüber. Ja, was weiß ich denn? Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Sagen wir mal das. Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Danke. Das war's schon, oder? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Das war eine Minute, Digga. Wir sehen uns bald wieder. Jetzt fällt's mir auf. Es gibt gar keinen Rückblick mehr, was bis jetzt geschah und so. Und hast nicht gesehen, es geht wirklich direkt ins Kapitel. Das ist mir aufgefallen, das ist genau. Heimgesucht, 8 Stunden bis zum Morgen. Kapitel 3 sind wir schon. Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, ja, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Jo, aber nicht jetzt mehr. Ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal fertig. Es gab auch gar keinen Schwierigkeitsgrad, da gab es den schon mal. Na, keine Ahnung. Na gut, ich bin jetzt erstmal raus für heute. Ich muss jetzt schon mal ein kleines Fazit, kann ich schon mal abgeben. Ich find's geil. Ich find's wirklich geil. Es hat den Charme und das ganze Horror-Feeling-mäßig hat es vom ersten Teil, vom originalen, vom PS4-Teil hat es echt gut übernommen. Ein paar Sachen sind natürlich. Hauptsächlich weiß ich nur, dass die Grafik und dass die Leute halt besser aussehen. Ich bin dann gespannt auf den Vergleich bei YouTube. Ja, PS4-Version, PS5-Version, wie das aussieht. Aber im Großen und Ganzen finde ich geil. Und das aber doch auch ein paar Sachen ein bisschen anders sind. So wie der Jumpscare mit Chris, also im Keller. Dort war es ja auch ein bisschen was anderes. Das Intro sowieso war komplett gefühlt anders. Und ja, aber die können ja nicht das ganze Spiel komplett irgendwie anders machen. Passt ja dann zur Story auch nicht. Aber gut, aber ich bin gespannt, was dann hier noch alles dann noch kommt. Oder was auch gleich geblieben ist. Oder halt andere Jumpscares, so wie das mit dem Fenster. Bin ich ja gar nicht klar gekommen. Und ja, da würde ich sagen, das war's. Wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Until Dawn. Oder einem anderen Game, was ich jetzt irgendwie drauf Bock bekommen habe, mal zu streamen. Oder bei einem Playthrough von Spider-Man oder was weiß ich, was da, weil bei Playthroughs habe ich auch noch ein paar im Kopf, was ich machen wollen würde. Gut, dann würde ich sagen, das war's von mir. Ich bin raus. Haut rein. Tschüssikowski. Ciao, ciao.